Hallo und herzlich willkommen hier. Zweite Folge hier. PV Canyon Crossing. Ja, hau ich jetzt mal gut hin. Ja, weiter geht's in der Mission Ernte. Der Drescher fährt gerade zurück. Ja, wir mal gleich mal abtanken. Oh, der Motor klingt mal krank. Hat sich mir einen eigenen Sound am Motor hier. Guten Wenderadius. Ja, längerfristig gesehen müssten wir eigentlich. Lenkung geht nicht. Ich war nicht so wie Dumble. Schlecht. Ich hab nichts verstellt, aber der FPS war in Keller. Anführungszeichen. Naja, 50. Ob jetzt die Berechnung und alles kommt und so, weiß nicht. Anfangs war das ja. War es ja perfekt, ne? Also, naja, jetzt geht schon wieder. Ah, wahrscheinlich die Richtung geschaut, das kann schon sein. Hier ist auf einem Ende unter die andere Ende. Ja, Wald wahrscheinlich. So, vorne müsste die Vollseite normalerweise. Nö, war nicht voll. Nur ran Pirschen an sich. Für einen Punkt. Ja, jede Frucht hat ja sein eigenes Gewicht, kann man sagen, ne? Aber keine Ahnung, wie schwer Raps ist. Hier nur kleine Körnerchen. Also zählt als Gesamt. Weiß ich nicht. 20.000 ist ein Hit noch frei. Aber vorne schon bei 80%. Ah, die hintere Kammer, okay. Das ist kammermäßig noch. War zu schnell. 10. Ja, der ist leer. Ja, ich müsste normalerweise noch ein LKW haben. Ich werde mal aussteigen und hier selber fahren. Denn ach, da oben. Denn ich muss auch arbeiten, ne? Das ist ja auch. Nein. Drei. Okay. Ja, mit GPS geht's. Ich hab's wieder aktiviert, das Programm. Mit dem blauen Strich. Das andere ist ja hier das hier, weil ich mal gemeint habe, man wo ein Notfall was machen könnte. Das habe ich vertauscht. Aber wirklich nur ein Notfall. Meistens um starken Bauern, oder? Dann würde ich mal was experimentieren will, was nicht so funktioniert, dann ist man halt das Geld wieder die Menge Gutschein, die man verloren hat. Ne? Und so wird es ja hier nicht lustig hier. Ja.
Aber auch nur in seltensten Fällen. Kaffee. Ja, mal gucken, wenn wir gerade ausfahren. Wieder in die andere Richtung. Mal gucken, was wir als erstes bauen müssen, um die erste Produktion zu kommen, ne? Ist nicht so süß wie der Cappuccino. So, mal gucken, mal bauen wir. Was wäre mit... Das ist ein Schöffel. Gut, das wollen wir nicht haben. Darf ich auch nicht bauen, ne? Ja, Hallen. Hallen brauchen wir nicht. Wir brauchen Produktion. Eine Spinnerei, das ist ein Standard hier aus dem DLC. Oh. Ah, man hat es extra gemacht. Okay, das ist sogar ganz gut. Elektrik. Was kommt hier rein? Müll. Was sind die Häuser? Ah, hier Power. Für Strom. Kohle wahrscheinlich. T1. Komposter. Schmelzofen. Ich muss mich immer zurechtfinden, das ist mir nicht so einfach. Also Strom auf jeden Fall, aber das ist immer schon mal Fakt. Whisky. Wein. T3. Das Quecks-Haus. Tee und so ein Zeug. T4. Also im Grunde ist zuerst Strom. Park. Oh ja, das wird noch schwierig. Aber du wirst ja auch nächstes, wenn man muss eben Geld bekommen, ne? Geld. Alles finanzieren können. Ich würde meinen, wir kaufen zuerst mal Land. Zwar. Wo fangen wir am besten an? Hier oben in der Ecke, ne? Also in der Ecke mal Land kaufen. Ja. Dass wir genügend Anbaufläche haben. Hier ist ja so ein Lager drin, ne? Verfügung. Also so ein Zwischenlager für Getreide und so. Hier ist Haus. Also hier ein Punkt. Und hier sind die Vorkommen, ja, was man also hat, ne? Also Landprinzip. Hier sind aber Flächen drauf, die man halt nicht gebrauchen kann, ne? Und die 1,5 Millionen haben wir noch nicht. Sechs Felder mit Bäumen besitzen, also da muss man alles abforsten. Hier vielleicht auch, das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Dass wir eher so eine kleinen Flächen kaufen, ne? Das sind richtig, da wäre eine richtige Wiese, ne? Ziehen so eine Dinge erstmal nicht hier. Wald wäre interessant, ne? Aber was Geld haben wir auch nicht. Wald, da müssen wir auch wirklich abholzen, verkaufen. Und ja, neu aufforsten. Bin eher nicht der Freund dafür, dass man praktisch kauft und dann
wieder verkauft. Und dann. Ja, die KI will es ja nicht bepflanzen, ne? Mal schauen. Draußen ist heiß. 30 Grad meldet er hier und bei mir sind Thermometer sind hier 33, 34. Gut, die Dachterrasse ist ein bisschen windgeschützt. Ist wie so ein Backofen. Aber Ländereien müssen wir uns kaufen. Um was produzieren können, um es verkaufen zu können. Ne? Und die brauchen eine größere Sämaschine, wenn wir so eine Flächen in Auftrag geben, als Lohner, so Aussaat. Da wären wir nicht glücklich, wenn wir da theoretisch mit so kleinen Ding arbeiten, ne? Das wird nichts. Die kleinen Fälle, was wir dazu haben, das geht, aber das große wird nichts. Bei Mission Leihgeräte nehmen, dann müssten wir ständig mit der Fähre fahren. Das wäre nicht so sinnvoll. So. Ist ja mal so, ne? So, dann wäre auch ganz gut, wenn wir die Produktion auf der Seite machen würden, wo aktuell die Minen noch sind. Ne? Bei uns ist das auch blöd, ne? Lass mal LKW holen, ne? Bei uns. Wäre, dass ich ja gleich eh stehen bleibt, ne? Wir fahren eine gute Frucht reinfahren. Das kann hier passieren, aber. Wäre nicht so tragisch. Macht er nichts kaputt dabei. Er lädt ab. Irgendwas optisch. Wäre kontraproduktiv und sie. Ach, das ist der Baum dahinter. Oh Mann. Was ich übersehe. Die Lenkung gefällt mir ja gar nicht. Aber gut, dass wir jetzt so einen Kauf nehmen. Nun ist er vorne auch voll. Müssen wir bald noch einen zweiten herkaufen. Damit sich die Fahrerei auch lohnt, ne? Ja, ein bisschen die Kosten drin, ne? Also Helfer ist gut, aber nutzt ja nichts, wenn wir Geld nicht haben, ne? Dosen, welche haben wir mehr als genug hier, ne? Das wären hier so eine Flächen im Prinzip. Hier wäre glaube ich Erz. Da Kohle, was mit da Land kosten, alles extra, ne? Aber halt nicht so teuer, ne? Das ist alles überschaubar. Anführungszeichen. Und da sind so eine kleinen Flächen, da könnte man gut produzieren, ne? Wenn man da hinkommt, das Straßensystem, kann man jetzt so nicht erkennen. Aber es scheint was zu sein hier, so Straßen. Hier hätten wir auch Holz, ne? Oder irgend sowas.
Und hier ist auch noch so was. Das ist bestimmt Produktion, die man kaufen kann. Oh, 3,6 Millionen. Das Geld muss man verdient werden, ne? Hier könnte ich noch was tun. Und da. Dann müsste man mal gucken. Eine Fräse kaufen. Aber das findet man jetzt auch, ne? Wo könnte das sein, ne? Bei Holz. Forstmaschinen. Weil das wäre ja sinnvoll. Ja, da könnte man das. ja. Ja, das ist. Über 50.000 ist schon ganz gut. Das wäre eine Möglichkeit, für die Birken loszuwerden, ne? Und das sind ja diese Outload-Dinger, ne? Für Holz. Da könnte man das ja. Nicht aufforsten, aber halt. Zur Wiese machen an sich, ne? Weil mit Silage werden wir ganz gut Geld verdienen anfangs. Auch später sicherlich. Und wenn diese Flächen groß genug sind, kann man auch die Flächen erstellen für Crossplay und dann fahren lassen. Birken wegfräsen sollte nicht das Problem sein. Eine Option. Also die Flächen gehören uns ja nicht, ansonsten links und rechts ist ja viel Platz. Da kann man sicherlich ein paar Mal fahren. Und die Bäume komplett wegmachen, ja, auch nicht so. Ne? Sieht dann auch wieder blöd aus. Einzig, müssen wir schauen. Habe ich keinen Kurs, den Kurs gelöscht? Oh. Mhm. Gut, hier kann auch der Helfer arbeiten. Jetzt sowieso, jetzt wo er praktisch. Und dann müssen wir schauen. Wegen. Hier haben wir normal Standard, ne? Ne, mehr haben wir schon. Aber gut, das war egal. Wegen. Was vergessen. Ja, mal schauen, ne? Das ist ja nicht gleich aktivierende Wurde. Brauchen wir sie auch nicht. Ein Traktor schon da bei der Fähre. Da muss ich den Weizen verkaufen, den Rest und dann den Raps abliefern. Mal gucken, wo. Ist auch wichtig. Ich soll ja noch verkehrt machen. Johnson Farm, Market.
zu Johnson fahren. Müsste eigentlich. Da gibt's noch eine. Wo ich letztes Mal Weizen verkauft habe. Wo ich erst dachte, ah, oh, schön, ist auf derselben Seite, aber. Pustekuchen ist genau gegenüber. Ist leider so. Kann ich mal ausfahren? Hier müssen wir höchstens später mit Lager gehört, dann können wir es automatisch abfahren lassen, ne? Denn vom Lager aus dann verkaufen. Aber bei Mission ist, glaube ich, ja, die Brücken müssen stehen. Da muss ich mir, ja, was soll man sehen, mal Geld für haben, ne? Mit Zement herstellen, Stahl, was ich jetzt so im Kopf habe. Haben wir noch die 20% voll, die 19, ne? Tut sich schwer. Und so hohes Gewicht, keine Ahnung. Hier müssen wir nicht bergauf fahren. Gucken, ob wir voll bekommen, ne? Normalerweise ja. Wenn ich mal mit was fahren, ne? Dann sind sie alle nichts. Da können wir ja nicht auf halbe Leistung fahren. Das sieht aber gut aus. Ja, um die paar Dinge ist ja doch egal. So, den checken wir auf Ziel Nummer Fähre Hof 1. Nee. Die Fähre. Da müssen wir eher selber fahren, ne? Fähre fährt nicht automatisch. Wäre mir jetzt neu. Schau mal, was reinkriegen, ne? Der ist, da kann er noch fahren. Aber der fährt halt in die Richtung. Fährt den größeren Weg, längeren Weg.
Motto muss da irgendwie zu versauen sein. Was hier mit der Arbeitsbreite? Na, wie macht's denn nicht anders? Gibt ja mehr wie 13 Meter, 13,50 Meter. Steht oben ja auch im Baum. Das steht unten jetzt 6,50. Keine Ahnung. Ja, hier so eine Felder brauchst du in Zukunft zwei Drescher, ne? Und wird hier Ewigkeiten dauern. Aber heute haben wir ja ein bisschen Zeit. Bei 0,5 pro Tag, am Tage. Nachts ist ja, ja, werden wir durchschlafen. Wir haben ja ein Bett, ne? Möglichkeit. Ja, im Dunkeln gar nicht spielen. Wir werden kurz den Rechner neu starten, um den ja hinzubekommen. Das ist eine Lenkung ohne Probleme mit Bauchwiderstand. Also das fährt sich nicht. Ja, für den ersten Tag war das ganz gut. Die Aufrufzahlen. Zufriedenstellend, ne? Also neu. Gibt da jemanden, der macht immer ganz gerne Dislike rein. Aber dazu übersehen, dass hier Canyon auch schon läuft. Weiß nicht wer ist, aber ist ja völlig egal. Für mich ist ein Dislikes in dem Augenblick irrelevant, wenn die erst nicht stehen würde, was ich mir jetzt nicht gefallen würde, ne? Da macht er mir jetzt keinen Kopf. Kannst ja gar nicht, ist ja. Wie gesagt, jemand, der notorisch das macht. Wenn er meint, er kann mich wieder mit ärgern, er oder sie, ist mir völlig egal. Da kein Grund zum Ärgern. Ja, da kann man hinten die Traktor und den LKW nicht wieder herschicken, ja, wenn sobald die leer sind. Ne? Aber hier merkt man schon, dass die Wälder ein bisschen Ressourcen ziehen. Ne? Aber das ist normal. Ne? Ist ja auch nur 16-fach K, das darf man nicht vergessen. Obwohl er, na gut, der verschiedene Bäume trotzdem, ne? Also er hat auch Laubbäume. Aber im Wald und so hast du aktuell nur Kiefer, ne? Ne, Fichten, nicht Kiefer. Aber das ist völlig wurscht, Baum ist Baum. Beim Sägewerk ist das völlig egal. Ich weiß, im 19er brauchte man immer zuerst die Holzproduktion. Dann so Stück für Stück, dann musste wir auch zuliefern, ne? Mal schauen. Ich muss nur schauen, ob da den Platz für haben. Also ich muss mal Geld verdienen. Und das hier brauchen wir mit Holz, mit Brücke. Nicht dran denken. Auch noch ein, zwei Ländereien. Um zumindest was zu verkaufen zu können. Also, ne? Sie müssen irgendwas herstellen, was produzieren, anbauen und das verkaufen. Und die erste, was wir brauchen, ist das Lager, ne? Da das Land mit dem Lager drauf ist, dann können wir unsere Erträge, die wir dann bekommen, mal zwischenlagern, ne? Die Lagerbahn können wir ja so zwischenlagern. Mal gucken, wo jetzt die BGH ist. BGH betreibt man sich. Na, eher nicht, ne? Also. Das liefert ja oder bringt ja Geld immer kontinuierlich, aber wenn wir es verkaufen, haben wir mit einem Mal das Geld. Ne? So.
Ja, Lisa, das soll schon heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank, dass Sie reinschauen. Ja, ciao, ciao. Ja. Morgen geht's hier weiter. Hier in Peru. Wow, Canyon, Crossing. So oder ähnlich. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.